Wir stehen hier vor dem Haus von Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der hier am 10. November vergangenen Jahres gestorben ist. Jetzt soll ein Museum aus dem Gebäude werden. Wir gehen mal rein und schauen uns an, wie es drin aussieht. Sind leider nicht mehr zu seinen Lebzeiten. Hier hat mal Brezhnev gesessen und Giscard d'Estaing und ganz viele andere. Der spanische Königspaar war hier. Hier um die Ecke ist die Bar, flankiert der Eingang mit zwei Strusszähnen. Das T-Shirt so gut finden, weiß ich nicht. Da hinten ist ein Klavier, sein Flügel, um genau zu sein. Und direkt hinter dem Kameramann ist der Schachtisch. Wir haben hier seit 1961 gelebt, ohne Unterbrechung. Zunächst mal in dem vorderen Haus, dann haben sie das zweite Haus irgendwann dazugenommen, die Häuser miteinander verbunden. Der Bereich, der große öffentliches, sagen wir so, wo großes öffentliches passiert ist, ist der vordere Bereich, wo der Wohnraum mit der Halle ist. Der Essbereich, auch die kleine Bar, das ist der Bereich, in dem Helmut Schmidt sein privates Leben geöffnet hat in das öffentliche Leben als Politiker, insbesondere dann nachher auch in der Phase, als er Bundeskanzler war.